Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Oder weitermachen, je nachdem. Ja. Okay. Ich habe ja gehört, du bist krank, also, ne? So richtig, richtig krank. Bist du dann auch schwach? Naja. Mal gucken, was er denn so hat. Ich meine, Diego wird uns ja wohl nicht angelogen haben. Er hat uns ja schließlich auch das Leben gerettet. Aber ich glaube auch nicht, dass er uns das erzählt hat, weil er seinem, weil er ihm, also dem Präsidenten, damit schaden will. Ich weiß auch gar nicht, warum er das uns erzählt hat. Eieiei. Was findet hier? Was? Wer, wie, wo, was? Was? Gibt's doch nicht. Was war denn? Wieso? Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Ganz toll. Sag ich doch, das hätte funktionieren müssen. Die haben uns nämlich gar nicht erwischt. Wer denn jetzt schon wieder? Pass auf dich auf, Dani! Na wirklich? Schlüssel. Aber erst muss ich alle freilassen. Erstmal? Oh. Das hat jetzt auch so viel gebracht, ne? Jetzt müssen wir die hier loswerden. Ah ja. Wunderbar funktioniert. Okay, warte. Ich muss mal kurz wechseln. Eieiei. Wir haben noch hier irgendwo, ne? Ja gut, das hilft uns gerade auch nicht. Genau. Eieiei. Wir müssen die unbedingt aufwerten, ne? Welches ist es jetzt, das? Ihn nimmt er und wir nehmen. Okay, ja. Ich wollte gerade springen, aber nimm du mal die Leiter, das ist bestimmt super. Bitte nicht daneben. Danke. Okay. Dani! Talia! Alles gut? Nein! Ich sehe zu, wie Menschen wie Tiere geschlachtet werden! Was? Dani! Hol sie da raus! Binga! Was wie jetzt? Ich dachte, wir haben die ganze Aufmerksamkeit. Fuck, die ist auch tot. Na. Hier? Verdammt, wir hätten es anders machen müssen, ne? Toll. Wo sind die denn jetzt alle? Ah, nee, ey. Ich könnte ja kotzen, ne? Ich könnte ja im Strahl kotzen. Einfach cool bleiben. Ach, hier sind noch welche. Rapido, los, los! Oh fuck. Hilf mir bitte. Was war das? Ja. Benimm dich einfach.
Lauft! Lassen Sie dich laufen. Gracias, lieber Dad. Bewegung, ich habe jede los. Nacht gebetet, dass ihr kommt. Nicht zu, dass Sie noch jemanden foltern. Ja. Thalia, ich habe getan, was ich konnte, aber ich habe sie nicht alle gerettet. Dann zeigen wir Yara, was Castillo hier getan hat, damit sie verstehen, warum wir nicht einfach still sein können. Wir sind überall Sicherheitskameras. Ein paar Aufnahmen könnten vielen Menschen die Augen öffnen. Scheiße, ja, Danny. Die sollten wir veröffentlichen. Okay. Rachel weiß, wie wir möglichst viele Leute damit erreichen. Ich suche den Kontrollraum. Eigentlich dumm. Es war bestimmt geskriptet oder irgendwie so ein Scheiß. Weil wir waren so gut. Wir haben so viel leise gemacht. Die Aufnahmen müssen hier drin sein. Ja, hier. Okay, die Aufnahmen. Was? Danny, die Soldaten kriegen Verstärkung. Komm, ja, der Download ist noch nicht fertig. Das war so klar. Wir brauchen diese Aufnahmen. Ja, gut. Ups. Na dann. Okay, er hat ihn. Na? Wie weit sind wir? Da sind welche. Ach, da. Verstanden. Los. Okay. Ich sollte hier in der Ecke bleiben. Für den Notfall. Hier werden wir uns sicher nicht erwischen. Ja. Es sei denn, sie werfen eine Blendgranate. Hört doch endlich mal damit auf. Ja. Wow. Die haben ihren eigenen Typen darunter gefegt. Voll interessant. Ich nehme mal den Schrott mit, ne? Schon, komm schon. Ihr. Das dauert noch ein bisschen. Sag mal, hier waren doch auch noch welche, ne? Ich hab doch hier gerade. Ich hab doch hier. Toll. Ich geh mal rein, wieder. Huch. Ja, das war so klar. Ja. Ist in Ordnung. Die Tür ist jetzt weg, ne? Die Tür ist weg. Okay. Das hört sich nach Flugzeug an. Ja, aber sowas von. Beziehungsweise Ich hab's! Hubschrauber. Achso, okay. Können wir? Ich bin mir nicht sicher. Schalte die Verstärkung. Achso. Natürlich. Natürlich. Stehen bleiben. Ach komm. Ich hab nie so viel davon. So, diesmal her da. Ja, ja. Na, bleib da. Ach komm. Ich hasse die, ne? Hier.
Vielleicht treffen wir dann wenigstens. Ja, ja. Maria, so. Hier unten ist alles sauber. Und das Filmmaterial. Jetzt verstehe ich, was Clara an dir findet. Ach, wirklich? Das wird Maria nicht vertuschen können. Keine Angst, ich werde Libertad als Quelle erwähnen. Okay. Mach einfach dein Ding, Talia. Okay, wir treffen uns an der beschissenen Antonstatue am Haupttor. Das ist es wert. Okay. Vertrau mir, Dani. Vertrau mir. Ah ja. Ach. Ja, so weit sind wir ja gar nicht entfernt, ne? Das ist ja ganz in der Nähe. Okay, deswegen. Ich wollte gerade sagen, da ist ja gar keiner, aber. Sie ist wahrscheinlich gleich da. Wo zur Hölle bist du? Oh. Da! Das ist Antons perfektes Zebra! Oh. Das ist ein bemaltes Pferd! Sieh? Aber es macht mich berühmt. Schieß ein Foto! Ah ja. Beeilung! Mach das perfekte Foto! Entsteh! Mach es nochmal! Und du kannst was erleben. Ah ja. Ich kann gut mit Tieren. Ja. Okay. Sie kann gut mit Tieren. Sie hat ein Zebra bemaltes Pferd geklaut. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Okay, was haben wir als nächstes? Hier war doch noch was in der Nähe. Hier. Ah, einmal da. Wir haben natürlich kein Fahrzeug gerade. Können wir auf den Bus warten oder irgendwie sowas? Vielleicht nimmt uns ja jemand mit. Glaube ich zwar nicht, aber... Einmal Anhalter. Achso, der ist abgebogen. Okay. Ja, lief nicht ganz so gut. Müssen wir halt doch so los, ne? Hatten wir nicht irgendwo geparkt? Da vorne, ne? Ja, ich kann mich erinnern. Wir hatten hier vorne geparkt. Und mal wieder. Wie jedes Mal wird unser Fahrzeug irgendwie weggeschafft. Keine Ahnung warum. Als wenn wir nach einer Mission... Gerade dann brauchen wir doch ein Fahrzeug. Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich hat es irgendein Depp geklaut. Das wohl eher. Ja, ich sehe schon. Gut, was ist hier? Können wir hier irgendwie was mitnehmen? Ja, ja. Ich nehme mal Benzin mit. Was haben wir hier noch dran? Dani, ja. Talia, wir treffen uns im Camp Maximus. Oh, verdammte Scheiße, Zebras sind stur wie sonst was. Ihr kommt bestimmt gut miteinander aus. Ja. Aha, sehr lustig. Im Lager bist. Ew. Ach, das ist hier für Juan. Was sollen wir hier machen? Was sollen wir hier machen? Was haben wir denn hier? Ach, das ist da drinnen, ne? Sorry. Ah. Kriegt bestimmt keiner mit. Könnte nützlich sein. Warte, da war noch was? Nee. So. Okay, die Waffen befinden sich in einem hellblauen... Ah. Da kommt das also. Oh, okay. Das ist also des Pudels Kern. Ja. Hier hoch? Oder wie? Ich kann mir gut vorstellen, ja, gut. Dass das hier irgendwie drin sein soll. Ach, okay. Oder auch nicht. Hier scheint einfach nur die Kiste zu sein. Ja, hier ist nur die Kiste. So, wo sind denn die blauen Container? Ach, hier überall. Na, danke. Na, herzlichen Glückstrumpf. Die sollen wir alle... Okay, da ist definitiv kein... Da sind definitiv nur Raubtiere drin. Aber hier. Das könnte sein. Ah, Medizin. Ja, nehmen wir auch, ne?
Ich habe genau gehört, was da drin ist. Da ist auch noch was. Okay, ein Hund? Wo kommst du denn da rein? Puma! Puma, du bist das! Du bist das Puma! Ich habe eine Waffenlieferung entdeckt. Amerikanisch. Es ist Puma, es ist tatsächlich Puma! Puma! Verdammt, natürlich habe ich Interesse. Da war ein Hund dabei. Hunde sind im Krieg äußerst nützlich. Zeig die Geschichte. Ja, es ist Puma. Chips Nemo. Hat er schon einen Namen? Ja. Nein, noch nicht. Warum nicht, Donnie? Er hat keine Identität. Gib ihm Namen. Okay, wie wär's mit Bum Bum? Perfekt, du musst ihn abbrechen, sofort auf die Koronis zu gehen. Ich mag meine Hunde wie meine Kriege. Brutal. Bitte? Feuersüber. Puma! Mit viel Gerubbel. Puma! Für Bum Bum hat echt eine Menge Temperament. Ja. Hat er auch. Es ist schließlich Puma! Moment. Wenn das Puma ist. Nachricht an einen Papierfetzen, an den Russen, der das hier liest. So ein Geschäft macht ihr nie wieder. Direkt aus den Hügeln der amerikanischen Pampa bekommt ihr echte Knarren, mit denen echte Leute befreit oder terrorisiert werden. Wurden. Die Sekte zahlt nicht mehr, also bietet... Ah, ja, die Sekte, aha. Also bietet sich deiner kleinen iranischen Verbrecherfamilie die Schwarzmarktgelegenheit ihres Lebens. Ja, vielleicht haben wir den Ladungscontainer nicht so richtig perfekt gesichert, aber wer soll denn bitte zur Zeit freiwillig nach Yara schleichen? Sogar ich lese die Nachrichten. Ich habe von den Paria-Lagern gehört, sorry. Puma! Oh, da! Er könnte in den anderen Dings Peaches drin sein, ne? Peaches! Okay, wir machen ihn doch auf. Vielleicht ist es ja doch Peaches. Nee, es ist nicht Peaches. Schade. Aber warum haben sie nicht gesagt, dass es Puma ist? Also ich meine, es ist Puma. Achso, wir haben jetzt alles, oder wie? Ja, gut. Was? Oh. Habe ich gar nicht gerufen gehabt, aber... Okay. Du hast noch einen langen Weg vor dir, oder? Hier, ja. Das hilft. Okay, cool. Danke. Wäre nicht notwendig gewesen, aber gut. Wo wollte ich denn jetzt als nächstes hin? Ja, komm, hier. Sehr nett von dir. Hallo. Einmal auf den Fahrersitz, bitte. Und dann warten, bis alle aus dem Weg gehen. Kann Puma nicht hier auf Beifahrer? Ich bin mir sicher, dass es Puma ist. Aber warum ist er hier und nicht in Dings? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Ort in Far Cry 5 hieß. Aber müsste er nicht eigentlich da sein? Ich meine, ne? Naja. Jetzt ist er hier. Warte mal, gab's Puma nicht in Far Cry New Dawn? Naja. Wer bin ich, das zu hinterfragen? Fahren wir erstmal wieder zum nächsten Dings hin, ne? Ich bin ja froh, dass wir ihn endlich gefunden haben. Und Peaches ist dann im letzten, also ich nenne sie jetzt mal so, ist dann im letzten Gebiet. Mal gucken. Okay. Ich sollte den Alarm ausschalten. So, Boomer. Ach, warte mal, ich muss mal wieder wechseln. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Hier. So, der Bogen. Dafür wird man mich loben. Oder auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Ach so, okay. Oh.
vorsichtig sein. Ja, ja. Ha? Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Oh, ich dachte, ich hätte noch den Bogen ausgerüstet. Ich habe gerade gedacht, ich hätte noch den Bogen ausgerüstet. Ja, holst du nicht. Puma! Das wäre jetzt echt der perfekte Zeitpunkt dafür, ne? Was? Wo? Ach da, hinter. Gut. Jaha! Haben wir auch super hinbekommen. Lief doch mal wieder wie am Schnürchen. Yes. Wunderbar. Okay, dann einmal hier rein. Ach, und nachladen sollten wir vielleicht auch. Ach, das ist dahinter. Hier. Okay. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, mehr nicht. Aber das reicht ja auch, ne? Ach, hier. Das nehmen wir auch nochmal mit. Gut, dann können wir nämlich einmal los. Ich glaube, sie wartet schon auf uns. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schon auf uns wartet. Ich meine, die war das letzte Mal auch schon so ungeduldig. Ich denke mir mal, dass sich da nichts geändert hat. Ne? Da sollten wir so ein bisschen drauf achten. Glaube ich. Oder auch nicht. Aber ich mach's trotzdem. Ne? Gucken wir mal. Was sie denn zu bieten hat. Was wir denn da machen sollen für sie. Ich meine, Pichu kann warten, ne? Klingt fast so wie Pichu. Ah ja, okay. Hi. Warte mal, nee, das hatten wir schon auf 3, ne, oder? Ich weiß, dass Paolo viel mit dem Lager zu tun hat, aber wir brauchen... Ja, ja, komm. Ach ja, hier, Kantina. Und echt mehr Hilfe. Okay. Machen wir. Moin. So, das hätten wir, ne? Bum, bum, na komm. Naja, klingt ja fast so wie sein richtiger Name. Buma. So ein kleines Hundehalsband wäre echt nicht schlecht gewesen, ne? Ach, da oben. Ja, ich bin nicht Libertad. Ich bin, ja. Der Dreisack Paolo sagt, von Yara runterzukommen, hätte oberste Priorität. Okay. Der will abhauen, während wir echte Probleme haben. Aha. Ich habe gehört, unser Freund Matthias ist in Marquesas Akademie für wahre Yarana. Aha. Er ist Arzt, aber die haben ihm die Lizenz entzogen, weil er uns geholfen hat. Okay. Als ob es ein Verbrechen wäre, jemandem zu helfen, der kein wahrer Yarana ist. Und jetzt ficken sie ihm das Hirn, bis er Castillo hinterherhechelt. Okay. Ich muss es wissen. Die haben diese Gehirnwäsche-Scheiße auch bei mir versucht. Paolo wird nicht riskieren, Matthias zu retten, bis sich die Lage beruhigt hat. Aber du schon, oder? Ja. Matthias ist ein verdammter Heiliger. Lass nicht zu, dass Marquesa ihn bricht. Okay. Cool. Können wir gut gebrauchen, so ein Arzt. Wenn sie nicht schon längst gebrochen hat. Ich bin mir da so manchmal nicht sicher. Wir hatten schon ein paar, ne? Ein paar Situationen, die waren nicht so geil. Ne? Auch mit Gehirnwäsche und so. Also da bin ich so ein bisschen... Ja, ne? Aber nur ein bisschen. Ein bisschen pessimistisch oder skeptisch, ne? Ja, skeptisch passt ganz gut. Aber trotzdem. Wir werden ihn natürlich trotzdem versuchen zu befreien. Wenn es geht. Wenn nicht, dann ist halt auch doof, ne? Ja, sorry, aber Boom Boom klingt einfach zu scheiße. Für mich bleibt der Boomer. So. Einmal hier in diese lahme Kiste einsteigen. Komm, Boomer, steig ein. Jetzt wird man wieder. Danke. So.
Ja, nicht dein Ernst. Meine Güte. Fahr gefälligst hinter mir. Meine Güte. Blöde Kuh. Talia, ich bin bei der Akademie. Ja. Offenbar haben die Insassen sie übernommen. Scheiße, ja! Das macht es uns einfach! Du hörst nicht zu. Das Militär ist hier. Hier wird gleich ein Kampf ausbrechen. Dann geh da rein und hol Matthias raus, bevor die Armee das Gebäude stürmt. Jetzt ist die Guerilla doch da! Ja! Also schaffen die ja auch was. Okay. Du bist besser als das. Lass Buma in Ruhe. Okay, wie komme ich da am besten hin? Klingt zwar cool, aber... Alles verriegelt. Ja. Alles verriegelt. Ja, Buma? Ja. Ah, okay. Kannst du mal bitte danke schön. Ich glaube nämlich nicht, dass sie hier oben verriegelt haben. Bitte? Bist du Matthias? Du siehst nicht aus wie ein Doktor. Ja, okay. Schreit der Kittel denn nicht gerade zum Mediziner? Talia schickt mich, dich rauszuholen. Fantastisch. Das Problem? Wenn ich die Arterie loslasse, stirbt er. Ich brauche ein Traumakit. Die Sachen werden in der Apotheke im anderen Gebäude gelagert. Ich hol's. Ah, ja. Rapido, por favor. Komm. Einmal bitte richten. Komm, lauf. Schneller. Ja, gerade jetzt, wo wir es gebrauchen könnten, dass du läufst, rennst, schleichst du hier um die Ecke, oder wie? Na komm. Wir müssen uns beeilen. Oh, warte mal. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, das ist jetzt super gewesen, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Ja. Wo soll denn das sein? Ach, da. Ich hab dein Kit. Dann komm schnell wieder zurück. Die Soldados kommen. Ja, ich bin unterwegs. Diesmal sollte ich aber nicht hier in die Dings reinlaufen. Okay. Ja, ich glaube, ich bin nicht die Erste gewesen, die da reingelaufen ist. Wo ist das Zeug, Guerriera? Ich bin unterwegs. Eieiei. Meine Güte, ich kann auch nicht beamen. Die Leute verlangen immer, dass ich da irgendwie... Ne? Sorry, aber... Ne? Ich bin gerade in eine Mine reingelaufen. Komm, jetzt schneller. Okay. Okay. Das ist nach hinten losgegangen für die Dame. Außerdem muss ich ja irgendwie auch reinkommen, ne? Das Trauma-Kit. Gracias. Ich muss ihn stabilisieren, Dani. Halt mir die Soldados vom Leib. Diese Schweine kriegen Verstärkung! Ich lasse niemanden durch. Niemanden. Da kommen noch mehr! Von wo? Von da ja wohl nicht, ne? Von da?
Oh, Tatsache. Hä? Ja, ja, komm. Ja, ja. Ach komm. Okay, von der anderen Seite. Matthias, bist du fertig? Ich brauche mehr. Scheiße. Wir haben die Barrikaden hinten gesprengt. Was? Die Hintertür ist offen. Komm. Ja, ja. Na komm. Ich bin schlecht in sowas, habe ich doch schon mal gesagt. Ich hasse Arenenkämpfe, ne? Doch, sie ist eine von denen. Entschuldigung. Was? Hier sind auch noch welche. Okay. Der Seite, ne? Okay. Komm her. Okay. Uma? Was hier machen mich hier vor? Okay. Yeah. Oh toll. Das sagst du jetzt, wo ich mich komplett verschossen habe. Bist du denn bescheuert? Ah, oh, nee, ey. Bogen weg. Haben wir hier denn wenigstens noch was? Ja, ein bisschen. Okay, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wo willst du hin? War klar. Okay. Ich keine mehr? Doch. Ah ja, du musst jetzt mal nachgeladen werden, sorry. Ja, natürlich daneben. Oh, daneben. Okay. Da waren wir da definitiv doch mal. Oh, toll.
Am Rande unserer am Rande unserer Munition, meine Güte. Passiert nicht häufig, aber momentan schon, ne? Also gerade jetzt, ne? Hier ist er. Okay, hier ist noch was zum Auffüllen. Nabuma. Wir sind weg. Ah, das ist die Musik. Ach, und hier wäre dann die andere Munition irgendwo, oder wie? Ach, hier sind sie durchgekommen. Im Gegensatz zu uns. Ah, ich mag die Musik. Irgendwie mag ich sie. Ich dachte, sie sind schon weg. Matthias, ich habe mich um die Soldados gekümmert. Ich habe mich um meinen Patienten gekümmert. Okay. Komm zu mir. Cool. Ach ja, okay, wir sind schon da. Quasi. Eieiei. Das war gut. Dani, von Libertad. Ja? Hast du da Erfahrung ohne Schmerzmittel? Hilf mir mal. Nur okay. Variaraner kriegen ordentliche medizinische Versorgung. Den Rest mache ich. Okay. Als ich Paolo operiert habe, gab es kein Narkosemittel. Mein Kontakt lieferte nicht. Okay. Und trotzdem hat Paolo nicht gezuckt. Okay. Willkommen in Castillos Paradies. Sag den Turteltäubchen, ich helfe, sobald ich Antibiotika für unseren Freund habe. Okay. Er überlebt. Dank dir. Jo. Gerne. Also, wenn's so abläuft, dann, ne? Machen wir doch. Das machen wir doch. Puma? Okay. Da unten ist er. Talia, ich hab Matthias rausgeholt. Oh. Gracias. Und Paolo wird dir ebenfalls danken. Diego. Wenn er davon hört. Du bist eine von den Guten, Dani. Ja, ich weiß. Es gibt eine Menge guter Leute bei Libertad. Ich glaube, du würdest da gut reinpassen. Mhm. Okay, nicht so schnell, Dani. Wenn wir noch mehr Ketten sprengen und Marquesa und Castillo zeigen, dass wir uns nicht unterdrücken lassen, ziehe ich vielleicht Libertad in Erwägung. Okay. Vielleicht. Na dann. Dankeschön. Wir sind wieder aufgestiegen. Ja. Was sind wir denn jetzt? General. Wir sind La General. Oh, wie schön. Freue ich mich doch. Kannst du hier hoch? Nein. Okay, da oben wird es schon mal nicht sein. Glaube ich. Achso, ist auch schon weg. Okay. Hier in der Nähe hätten wir ihn hier. Gut, dann machen wir das mal. Unserem Pichu helfen wir doch gerne. So nach 3 Jahren. Nachdem er uns gefragt hat, ob wir helfen. Ich hoffe doch, dass sich dann hier das nicht wieder verfliegt. Dass das nicht wieder in gegnerische Hand fällt. Dass das jetzt hier definitiv frei bleibt. Ne, Puma? Ja. Oh. Du bist auch ein Süßi. Und ich die ganze Zeit, ach ja, das wird... Oh, für mich bleibt das Puma. Da wusste ich ja nicht, dass er wirklich Puma ist. Meine Güte. Konnte doch keiner ahnen, dass sie hier Puma hingeschippert haben. Ne? Okay, da vorne. Ganz viele Vögel. Ganz, ganz viele Vögelchens. Jetzt habe ich sogar einen gesehen, anstatt sie nur zu hören. Meine Güte. Na komm, das schaffen wir doch, oder? Was? Ich mach mal hier wieder hin. Ach, warte mal. Bevor ich da irgendwie... Muss ich mal wieder wechseln. Hier, Bogen. So, einmal hier hoch. Ich hoffe, ich komme noch. Ich komme noch hier rüber, oder? Nein. Verdammt. Verdammte Sackgasse. Alles voller sackiger Gassen. Na komm. Ah, doch nicht. Ah, bitte. Bitte nein. Ich hab's doch gerade geschafft. Nein, 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 nein. Diese verdammten sackigen Gassen, ne? Nein. Nein. Ach komm, Lecco mio Granda.
Muss doch hier irgendwie hochgehen. Meine Güte. Stellt die sich an. Ist es schon um und rutscht da wieder runter, ey. Wenn sie wenigstens nur am Abhang abgerutscht wäre. Okay. Aber sie war doch schon oben. Warum rutscht sie da wieder runter? Das ist halt... Keine Ahnung. Null Verständnis. Okay. Dann sollten wir auch gleich da sein. Aber ich sehe gerade auf der Uhr. Der Part ist auch gleich beendet. Ich laufe noch ein bisschen und dann, ne? Können wir immer noch. Ups. Bitte einmal wieder richten. Muss zum Ende des Parts nochmal sein. So, aber bevor er uns gleich anfunkt, würde ich mal sagen, ich beende den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.